In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die siebenteilige Stabübung verwenden können, sich im Herzen zu zentrieren und den Blick aus dem Herzen immer freier und klarer werden zu lassen. Sie können die siebenteilige Stabübung jetzt als räumliche Übung ausführen, wo Sie sich in Ihrem Körper spüren und auch in die Vertikalität einordnen. Sie können aber auch den Fokus auf den Raum Ihres Herzens und dessen Kräfte lenken. Und dann mache ich das so, dass ich den Stab hier auf Herzhöhe habe und innerlich mit meinem Innenraum verbinde. Und dann tue ich jetzt nicht so stark runterströmen, sondern ich habe das Gefühl, ich bin meinem Herz und ich schaue vom Herz aus nach unten in die Tiefe und lasse damit den Stab mit nach unten gehen. Und wenn ich dann ganz unten angekommen bin in den Füßen, dann wende ich da unten den Blick und schaue von unten aus durch mich hindurch und durch mein Herz hindurch nach oben in meine Höhe. Hinauf, und wenn ich mich quasi ganz durchschaut habe, dann gehe ich mit dem Stab auf die Herzebene, wo das Herz nach vorne in die Welt schaut. Und jetzt fängt sowas an wie eine Art dreifache Reinigung. Ich wende den Stab nach rechts und wie eine Art Scheibenwischer putze ich diese Fläche für den Blick in die Welt und stehe dann da. Und ich versuche aber jetzt nicht mit dem Herz zum Stab zu schauen, sondern schaue nach vorne. Dann lasse ich wieder los, komme in die Mitte und führe die Reinigung ein zweites Mal auf diese Seite durch und schaue nach vorne. Und jedes Mal verändert sich der Blick vom Herzen ein bisschen und ich gehe in die Mitte und mache die dritte Reinigung. Und jetzt sollte sich der Blick nach vorne noch freier anfühlen als beim ersten und zweiten Mal. Dann gehe ich wieder nach oben und nehme diesen Blick, diesen freien Blick mit herein, aber mein Herz schaut immer noch wie vorhin nach vorne, spürt diesen freien Blick. Der bleibt und ich nehme es dann in mich herein als Art Eigenschaft von mir, die ich jetzt hier bewahre.